Damit bei mir wird Runde 15. Herzlich willkommen zurück, Freunde. Ja, bei mir ist auch Runde 15 angezeigt. Zum Rennen in Singapur. Wir haben es gerade im Qualifying erlebt. Der Albtraum aus der Sicht von Lotus. Platz 7 und 18. Wir gucken mal ganz kurz, wer da vor uns startet. Rosberg, Massa, Alonso, Webber, Hamilton, Vettel. Ich will es gar nicht wissen. Eieiei. Das sind Namen, die ich im Normalfall überrunde. Ja, Bottas, Sutil, Vergne, Maldonado, Ricciardo, Di Resta, Gutierrez. Ja, das sind lauter so Namen. Der Martin will unbedingt losfahren. Der hat keinen Bock mehr. Der will jetzt aggressiv werden auf der Strecke. Wie ihr sehen könnt, es regnet. Wir starten auf Intermediates. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir das Rennen auf Intermediates beenden werden. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das Rennen überhaupt beenden werde. Das ist wieder so ein anderes Thema. Aber es starten alle von Intermediates. Ja, so wie ich das bis hierhin erkennen kann, stehen alle auf Intermediates. Ja, das ist. Vielleicht mal so ein bisschen ein richtiger Regenschauer runterkommen. Ja, ich wollte gerade schon sagen, also es könnte ja passieren durchaus, dass es noch stärker regnet und wir auf Regenreifen wechseln müssen. Gucken wir mal, was wir am Start so bieten können. Gar nichts. Mein Start geht komplett in die Hose. Jetzt kann man nur noch hoffen, irgendwie in Kurve 1 ein bisschen das Chaos zu nutzen. Das hat schon geknallt links neben mir. Jetzt hier ganz eng alle beieinander. Ich bin inmitten eines Sandwich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Boah, boah. Nehmen uns bei Alonso mal in Windschatten, aber wir kommen nicht mit. Man sieht schon, wir kommen nicht mit dem Ferrari. Jetzt über eine bessere Kurve. Wow! Das Überholmanöver versucht. Gleich bezahlt mit dem Abflug. Aber weiterhin hinter Alonso. Also noch nichts verloren. Vettel hinter mir, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Oh, und man sieht wieder, dass ich kein Regenexperte bin. Vettel jetzt ein bisschen ausgebremst, Rosberg hinten dran. Es gibt ein anstrengendes Rennen. Wie sieht's bei dir aus, Martin? Wo hängst du? Er hat einen Kampf um Platz 11. Also auch schon deutlich weiter vorne. Boah. Das ist unangenehm. Das ist richtig unangenehm hier. Mit der Strecke jetzt klarzukommen. Bin ja sowieso schon kein Freund von Singapur, aber dann noch mit dem Regen, das ist echt kein Spaß. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Rücklichter zu nehmen. Von den Herren da vor mir. Boah, wieder ein Quersteher beim Rausbeschleunigen. Bin mir momentan meiner Linie überhaupt nicht sicher, also gar nicht. Wow, Harris ist gerade fast abgeflogen. Der hat einen Sprung gemacht. Auch nicht schlecht. Uff. Und das nur, weil er über die Curbs gefahren ist. Auf Startziel. Ja gut, die Curbs sind relativ hoch. Da an der Innenseite. Jetzt kann ich wieder vom Glück reden, dass es regnet. Dadurch gibt es nämlich kein DRS. Ich könnte jetzt nicht den Flügel aufmachen, um an mir vorbeizuziehen. Aber man sieht schon hier im Infield große Probleme für mich. Also wirklich riesige Probleme, da überhaupt was zu machen. Immer den Blick nach hinten in den Rückspiegel. Wo ist Vettel? Wo kommt eventuell auch noch Rosberg angeschossen? Die will ich beide nicht unbedingt an mir vorbeilassen müssen. Boah. Also weiß mal, oh, da hat man die Reifen richtig durchdrehen hören gerade. Bei den Herren Alonso und Massa gleichermaßen. Also sehr, wirklich sehr schwieriges Rennen bis hierhin. Für wahrscheinlich alle im Feld.
Ach Gott, vollkommen die Kurve geschnitten. Ja, ist auch durchaus richtig so, das DRS jetzt hier auszulassen. Hamilton vorne auf 1 mit der schnellsten Runde. Ja, wir sind gar nicht so viel langsamer als Hamilton, gerade mal 1,5 Zehntel. Ist bis hierhin noch echt im Rahmen. Könnte sich aber natürlich auch schnell wieder ändern. Wieder diese Kurve. Jetzt komme ich nicht raus. Oh Gott. Zum Glück ist das hier der etwas langsamere Teil der Strecke, wo ich jetzt gerade raus bin. Hä? Aufhalten lassen? Ich bin froh, dass ich überhaupt mit dem mithalte. Box, was ist los mit euch? Beobachte doch mal bitte, wie das Auto liegt. Kommt es nur mir so vor, oder wird der Regen stärker? Nee, der wird stärker. Ich rutsche hier auch. Wie einen Arsch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war knapp. Dann könnte es nämlich passieren, dass wir bald auf Regenreifen müssen. Weil so wie ich das sehe, sind wir nicht die einzigen, die da Probleme bekommen jetzt. Bei Alonso zeigen im Rückspiegel hier, dass der weiß, ich bin da. Der ja auch ziemlich im Duett mit Massa fährt, also relativ ähnliche Zeiten dürfen die beiden haben, wenn nicht sogar fast identisch, so nah wie die immer beieinander sind. Oh, Alonso! Puh, da bremst der auf einmal viel mehr, als ich dachte. Bin ich hier neben ihm, bin aber außen. Mal sehen, ob ich da jetzt... Boah, ich kann natürlich tatsächlich die Tür zumachen. Bin auch etwas angebumselt, aber vorbei an Alonso. Muss ich natürlich gucken, dass ich den irgendwie hinter mir halte. Das wird jetzt noch schwieriger. Wie bei dem Herrn Vettel, der nicht so stark zu fahren scheint jetzt. Massa hat auch kräftig Probleme mit seinen Rädern. Das Überholmanöver gegen Massa. Oh, riskant, Alonso stellt's quer. Aber es hat funktioniert. Boah, Perez, du Hure. Herr Wallmach. Ja. Mögen Sie bitte Ihre Zunge zügeln. Aber ich habe ihn. Er hat mich aber fast noch gedreht, als ich ihn überholt hatte. Boah, da rutscht das Auto weg. Damit hätte ich im Moment ein Pünktchen. Ich hänge momentan auf 2 hinter Hamilton. Aber der Hamilton ist schon 5 Sekunden weg. Also den zu kriegen, das wird ein Kunststück. Dann müsste dem, glaube ich, schon eher der Reifen platzen oder so. Ich will es ja nicht ausschließen. Aber wir haben 31 Runden in dieser Regenhölle. Ach du Scheibenkleister. Also in Sektor 3 geht die Welt unter, aber in Sektor 1 ist es alles okay, habe ich so das Gefühl. Ja, ja, Sektor 1 scheint trocken. Also relativ trocken, zumindest im Vergleich zum Rest. Wow, schnellste absolute Bestzeit in Sektor 1 jetzt von mir. Das ist etwas, das mich doch jetzt gerade sehr zum Staunen bringt. Können wir daraus auch kapieren. Also in Sektor 2 sieht es aber auch nicht gut aus. Also hier ist auch gut Regen. Sektor 1 scheint ja einigermaßen trockener zu sein im Vergleich dazu.
bin der erste Punkt in der Verfolgergruppe. Oh, jetzt aber kurz. Scheiße. Ein Stückchen angebumst. Dennoch weiterhin Bestzeit unterwegs. Oh, jetzt nochmal ein Bumserchen. Das dürfte die Bestzeit damit gewesen sein. Das wird hier dann natürlich sehr witzig, wenn hier die Reifen nachlassen. Das gibt dann richtig Probleme. Wow. Okay. Das war gerade echt knapp. Man hat's in. Ich glaube, die Zuschauer werden es sehen, aber. Also das würde ich mir eigentlich gerne in der Wiederholung angucken, die Stelle jetzt mal. Das war gerade schon merkwürdig. Da muss ich wohl den Curb genau geschnitten haben und dann hat es mir das Auto weggezogen. Jetzt natürlich Sektor 1 komplett auch verkackt. Wegen fehlender Geschwindigkeit auf Startziel. Jetzt sagen die Reifen. Noch okay der Zustand. Wieder so Probleme am Ende von Sektor 2. Immer an dieser Stelle. In der Haarnadel hinten. Ja. Passt bei mir eigentlich wunderbar. Ist auch noch den Frontflügel beschädigt, zu spät angebremst. Na, die Kurve sag ich, ihr klappt. Ja, wir bleiben bei der Boxenstrategie. Ist okay. Ich habe gemerkt, er ist nicht stark beschädigt, der Frontflügel. Ist alles okay. Gott, die Runde ist ja komplett für einen Eimer. Und wieder fast jetzt mit dem Auto weggezogen. Unglaublich. Massa verliert doch nicht pro Runde eine Sekunde auf mich. Der hat jetzt vielleicht letzte Runde gerade mal eine Sekunde verloren. Einmal. Hör auf zu übertreiben in der Box, ey. Was ist denn los mit dir? Das gibt's doch nicht. Also momentan alles andere als schön sauber hier. Die Reifen lassen schon nach jetzt. Also man merkt schon deutlich, die Reifen lassen nach. Der Bremsweg wird länger. Oh, Hamilton da vorne, dem geht's natürlich gut. Allein auf weiter Flur. Oh. Oh, um Gottes Willen, das war der Frontflügel und zwar komplett. Wo liegt er? Unter der Brücke. Also unter der Tribüne. So, ab in die Box. Das war's dann schon mal mit Ich komme aufs Podium. So, kurzer Boxenstopp. Müssen wir leider machen. Hallo Marc.
Das gibt jetzt einen ordentlichen Rückfall, Freunde. Das dürfte dann auch letztendlich die Ambition auf Punkte gewesen sein. Sag das nicht, das Rennen ist lang und die sind nicht unbedingt schnell. Ja, ich muss von 16 jetzt hinten raus. Ich bin von 18 gestartet, bin jetzt 9. Ja, aber du bist gestartet, ich bin jetzt mitten im Rennen. Einziger Vorteil, frische Reifen, mit denen ich allerdings nicht durchfahren kann. Das ist jetzt natürlich der Nachteil. Oh, wenn du Glück hast, fängt es nochmal an zu regnen. Mach mal richtig. Vielleicht, ja. Ja, ja, schon gut, ich gebe schon Gas. Ist okay, Box. Ich glaube, da müssen wir ausnahmsweise mal das fette Benzingemisch nehmen. Bisschen mehr Power abrufen vom Auto. Und zu gucken, wesens auf den Geraden. Immer ein Stück ran zu huschen. Eklige Vierergruppe, die ich da jetzt bald vor mir habe. Böser Quersteher. Nein, das gibt's doch nicht. Hoppla. Wenn ihr mich jetzt gerade sehen könntet, ich sitze hier kopfschüttelnd, also wirklich kopfschüttelnd, über meine eigene Fahrleistung gerade. Unter aller Sau, möchte ich dazu sagen. Boah, Sektor 3 ist aber auch nass wie die Sau hier. Aber gut, nur wegen Sektor 3 jetzt Regenreifen draufzuziehen, ist natürlich schon gewagt. Ne, ich glaube, die Intermediates sind da auch die richtige Wahl. Ja, bis jetzt schon noch auf jeden Fall. Wenn der Regen noch stärker wird, wird es allerdings bald in Regenreifen übergehen. Boah, komplett verbremst. Trotzdem noch die Kurve bekommen, zum Glück. So, das gibt's ja nicht. Ich verbremse mich komplett. Das ist doch nicht mehr möglich gerade. Was? Aber Salah! Hot Lieblingsschikan, pass bloß auf, nicht die Curbs mitnehmen. Okay. Reden wir von der, die uns als Abkürzer immer dargestellt hat. Scheiße, ey, hat mich das Zeit gekostet jetzt. Oh, Bottas schnappen wir uns gleich mal hier in der Kurve. Jetzt mit ein bisschen Chaos raus und dann haben wir den schon mal hinter uns gelassen. Ach, der hat auch den Frontflügel kaputt gemacht, der Bottas. Oh, der Sutil, der hängt mir da jetzt doch schon ein bisschen vor der Latte. Ach nein, und schon wieder der Frontflügel weg. Das ist doch zum Kotzen, ey. Ah. Komm nicht vor mir an die ran. Probieren wir's. Ach, wir probieren uns mal eine Runde mit kaputtem Frontflügel. Mal sehen, was wir machen können. Bis jetzt geht's noch. Oder ich habe eine falsche Wahrnehmung gerade von dem Flügel. Aber im Regen scheint es jetzt noch einigermaßen zu gehen. Wir probieren es mal. Der Frontflügel ist orange, allerdings nicht rot. Fuck! Oh! Reifenschaden? Was hast du denn angestellt? Das war mein Rennen. Was hast du denn angestellt, sag mal? Ich bin frontal in eine Mauer gekracht. Das ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch fahre. Okay, das ist hart. Ich komme jetzt erstaunlicherweise mit beschädigtem Frontflügel besser klar.
Nicht mehr zu. Das ist nicht mehr zu retten, dieses Rennen, hey. Oh, das bist du da vorne, alles klar. Ja, ich kann nichts machen. Ich musste so abkürzen, sorry. Naja, ist alles okay. Oh. Ja, bremst doch extra noch. Was ist denn los mit dir, du Penner? Oh, hallo, 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 hallo. Könnt ihr den mal aufhören? Ja, jetzt werde ich umgedreht. Danke. Ja, ich krieg die Strafe. Da hat's wieder gekracht. Das bist jetzt du vor mir, oder? Vorbei. Ja, okay, alles klar. Wupp. Ich hab eine Durchfahrtsstrafe. Jetzt hast du die Strafe gekriegt, weil der Penner, wer auch immer das jetzt gerade war, uns ausgebremst hat und gedreht hat. Okay. Gutierrez. Ach, Gutierrez, der schon wieder. Eigentlich kann ich mein Auto abstellen. Für mich ist das gelaufen. Definitiv. Ich habe keine Chance mehr anzukommen. Ich krieg jetzt erstmal meine Sachen repariert und dann muss ich nochmal rein, um eine Durchfahrtsstrafe anzutreten. Ich glaube auch nicht, dass ich großartig hier noch was reiße. Jetzt gucken wir halt mal. Mal vielleicht noch ein paar Plätze lesen. 20, 21, 22. Ich bin letzter und darf noch die Durchfahrtsstrafe antreten. Dein Vordermann liegt 4 Sekunden vor dir. 4 Sekunden. Und wir haben es zu Beginn des Rennens noch gesagt, mal abwarten, wie das überhaupt läuft hier. Singapur, unser Albtraum. Och, Fox, halt das Maul! Das Problem wäre wenigstens noch ein bisschen nach vorne zu kommen. Ein Pünktchen oder so wäre ja noch echt ganz nett eigentlich. Aber dazu müsste jetzt auch so ziemlich alles glatt gehen. Sehr witzig, Fox. Was sagen sie denn? Letzter und die sagen, der Fahrer hinter mir fährt mit Standarddrehzahl. Ach ja, das. Das kommt ja auch, wenn du Erster bist. Der Fahrer vor dir fährt mit Standarddrehzahl, wo du dann so denkst, was? Merkt sofort den Haftungsunterschied hier. Ja, hätten wir das Rennen nicht im Regen fahren müssen, hätte das anders aussehen können. Wow, ich habe die Bestzeit hingelegt. Krass. Auf Platz 15 die schnellste Rennrunde. Irgendwas ist hier ganz komisch. Subtil, Entschuldigung, das tut mir leid, das war so nicht gedacht, aber dem bremst ganz schön extrem. Please hold the line. Ah, der Subtil, Mensch, der regt mich jetzt gerade auf. In der Kurve jetzt holen wird schwierig. Weil wenn man ein bisschen... Also ein bisschen aggressiv vorgeht, dann geht das schon. So, jetzt kommt wieder Gutierrez, die kleine Drecksau. Wollt ihr mich verarschen in der Box? Ich habe gerade meine Strafe abgesetzt. Wollt ihr jetzt, dass du deine Strafe absitzt, oder was? Ja. Sehr gut, Box. Ihr seid auf dem aktuellen Stand. Da steht mir das Auto kurz quer. Ich
Jetzt Startziel hier zu überholen, das ist, glaube ich, ein Selbstmordakt. Will ich jetzt auch nicht unbedingt probieren. Ein bisschen rausrollen lassen. Kommt man aber auch nicht vorbei an den Autos, echt. Tatsache, ich habe echt noch eine zweite Strafe. Hä? Warum? Das wüsste ich ja auch gern. Warum? Die können mich am Arsch lecken, mir wird nur eine angezeigt. Aber warum hast du jetzt... Warum? Das wüsste ich ja auch gern. Ich kann mich am Arsch lecken, wenn ich jetzt disqualifiziert werde, bin ich disqualifiziert. So gut, Gutierrez, du kleiner Drecksack. Dich habe ich schon mal, jetzt kommt wieder Bottas. War Bottas nicht vorhin 15? Hat der sich nach vorne geschlichen, die Sau? Ich glaub, bei dem hakt's. Ich wurde tatsächlich disqualifiziert. Ja. Okay, jetzt würde ich nur mal gern wissen, woher die Strafe kam. Ich kann mich doch kreuzweise. Disqualifiziert. Wow. Ein Novum. Jetzt würde mich wirklich nur interessieren, woher die zweite Strafe kommen soll. Angeblich 11 Sekunden später. 11 Sekunden später? Ja. Das ist doch lächerlich. Bei Durchfahrtsstrafen, das kommt. So, jetzt sagen die, in 15 Minuten soll es aufhören zu regnen. Na, klasse. Na, klasse. Lächerlich. Wenn es jetzt dann noch aufhört zu regnen, wird es halt richtig scheiße. Jawohl. Nach runden Zeiten bin ich im Moment vorne dabei. Oho. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein Pünktchen rausholen können fürs Team. Ich habe jetzt schon den perfekten Namen für dieses Video. Das Singapur-Desaster. Aber was anderes als ein Desaster ist es eigentlich nicht. Kannst du laut sagen, Freund, dann noch disqualifiziert zu werden wegen so Tippen? Weil du hast ja selbst gesehen, wie der mir vorhin drin hingeblieben ist. Naja. Ich hatte den Schaden, er hätte wegkommen können. Naja, und mich hat's ja noch gedreht dann dazu. So, wenigstens mal auf 11. Ricciardo ist da vorne. Wow, wo geht denn das hin? Autsch. Aha, bist du rausgegangen? Ja. Mein Prozessor ist eh gerade sehr warm, der kann dann ein bisschen runterkühlen. Auch richtig. Versuchen wir mal, ob wir nicht noch irgendwie was retten können in dem Rennen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Normalerweise würde ich jetzt sagen, aufgrund meiner fahrerischen Fähigkeiten würde ich darauf vertrauen, wenigstens einen Punkt zu holen. Aber bis hierhin will ich auf gar nichts schwören hier. Das Rennen macht würde mich... Würde da auch auf nichts schwören. Nee. Vor allem, wenn die jetzt noch sagen, in einer Viertelstunde hört es auf zu regnen. Dann, ist das jetzt in 5 Runden, glaube ich, der Fall. Und dann haben wir immer noch 10 Runden vor uns, in denen es nicht regnet und wo es dann plötzlich trocken werden kann. Was hier... Oh, nee. Meine Reifen werden wahrscheinlich gar nicht so lange durchhalten, vermutlich. Die Frage ist, wird sich dann in 10 Runden die Strecke so hart abtrocknen? Wahrscheinlich schon. Das wäre natürlich dann sehr ärgerlich.
Ich hoffe, aus der Box sagt man mir jetzt gleich an, dass in 10 Minuten der Regen aufhört, damit die dabei bleiben. Dass ich wenigstens darauf mich verlassen kann. Hoppala. Jetzt ist mal wieder die Achse weg. So, Ricciardo ist definitiv der Nächste auf der Abschlussliste. Jetzt ist halt nur die Frage. Erstens, wo schnappen wir uns? Und zweitens, wie weit sind wir dann weg von den anderen? Aha, hier werden Boxenstops vollzogen. Das gibt ein paar geschenkte Plätze erstmal. Ach, sehr schön. Schnappen wir uns den Ricciardo noch hier in Kurve 1. So, und plötzlich sitzen wir auf Platz 5. Perez auf 4, das sieht man auch nicht allzu häufig. Wow, oh, hier geblieben Auto. Nicht wegziehen jetzt. Harald Schmidt. Was er gesagt hat, wird eine türkische Salami zum Deutschländer Würstchen, wenn sie 3 Wochen in einem deutschen Kühlschrank gelegen hat? In 10 Minuten hört es auf zu regnen. In 10 Minuten hört es auf zu regnen. Das sind noch 5 Runden, ja. Naja, gut, vielleicht auch noch eine 6. Dann werden wir in Runde 22, 31 haben wir. Ja, könnte es da nochmal so trocken werden, dass man auf Trockenreifen gehen muss? Das ist jetzt die herrliche Frage, die ich mir da stelle. Muss ich da eventuell nochmal auf Trocken gehen? Wenn ja, wäre das sehr ärgerlich. Da müsste ich nämlich nochmal einen zusätzlichen Stop einlegen. Aber war gestern auch Baden in Württemberg angesagt, oder? Bei uns war Baden unter Württemberg. Da war nicht. Das war echt nicht schön, was da abgegangen ist. Echt, ne? Oh, Verwarnung abkürzen, Entschuldigung. Dafür direkt die Mauer mitgenommen. Hey! Du magst kaum glauben, ich sitze momentan auf Platz 2 wieder. Da, wo ich vor dieser ganzen Misere auch saß. Nur, dass meine Reifen bald den Geist aufgeben und ich dann in die Box sitzen muss. Dadurch natürlich wieder die ganzen Plätze verliere, die ich mir jetzt erarbeitet habe. Aber vielleicht können wir den Schaden etwas in Grenzen halten. Jetzt noch 1-2 gute Runden hinlegen und dann vielleicht einen schnellen Boxenstopp machen. Ach nein, die werden ja automatisch die Nase erneuern, wenn ich in die Box gehe. Okay, aber die Reifen sind echt hinüber. Das ist ganz schlecht. Puh, vor allem die Hinterachse sieht gar nicht mehr gut aus. Die sind schon fast rot. Ich möchte eigentlich ungern einen Reifenschaden provozieren. Sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich jetzt nicht doch in die Box fahre. Ah, die Räder drehen komplett durch. Da geht gar nichts mehr. Da muss ich wohl an die Box jetzt. Ja, Hamilton, der zieht natürlich weg von hinten. Massa kommt natürlich dran jetzt. Mit neuen Reifen sowieso. Wir müssen wohl noch mal Intermediates her. Mal sehen, ob das bis zum Ende des Rennens dann auch so bleibt oder ob ich dann doch noch auf Trocken wechseln muss. So, jetzt in die Box. Hoffentlich diesmal ohne Ausflug gegen die Boxenmauer. Oh, da wäre es wieder fast passiert. So. Natürlich jetzt wieder Platz einbußen bis zum geht nicht mehr.
Zehnter. Ja, Zehnter. Bleib ich bei 10? Oder kommt Ricciardo noch? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Bis hierhin. Na. Okay. Ich bleibe auf 10. Das ist ja schon mal ein Teilerfolg. Wie weit bist du im Rennen? Runde 18 von 31. Also so knappe halbe Stunde dauert's noch. Ja. Diesen Kackregen einfach bedingt. Das ist unglaublich. So, frische Reifen und jetzt geht's natürlich dann los. Ricciardo liegt 5 Sekunden hinter dir. In Richtung Paris, ja. Okay, würde ich mich sonst jetzt verabschieden und allen in der Aufnahme Tschüss sagen, weil nämlich heute Morgen schon Uhr mit dem Bäcker wach geworden. Ja, dann hau dich mal ins Bett. Ich denke, da hat jeder für Verständnis. Nee, ich nicht. Ja, schon klar. Ja. Wann hast du Verständnis? Ja, eben, siehst du. Nee, also dann. Klingt dich aus, gute Nacht, schlaf schön. Gute Nacht. User disconnected from your channel. So, man möchte jetzt kurz dazu sagen, es ist 20 vor 9 am Abend. Neueste Wetterbericht sagt, der Regen hört auf in 5 Minuten. Jetzt bin ich hier alleine natürlich. Die Strecke scheint trockener zu werden, der Regen wird leichter. Das ist jetzt natürlich für mich schon mal alles andere als gut, denn das heißt, wir müssen nochmal auf Trockenreifen wechseln. Dadurch dürfte das Rennen im Prinzip für mich ohne Punkte auf jeden Fall zu Ende gehen eigentlich. Wobei das natürlich alle machen müssen. Also man darf jetzt nicht vergessen, dass das ja dann alle betrifft, gleichermaßen mit dem Reifenwechsel, der da nochmal ansteht. Vielleicht 11 Sekunden hinter Paris. Mal gucken, ob ich den irgendwie noch ein bisschen einholen kann. Auf jeden Fall 7 Sekunden mittlerweile auf Ricciardo. Der hatte vorhin 5, also kriege ich schon mal auf den Abstand gut gemacht. Ja, die Frage ist halt jetzt tatsächlich, wie stark trocknet die Strecke jetzt dann ab, wie schnell trocknet sie ab und muss ich nochmal auf Trockenreifen gehen? Was jetzt natürlich das komplette Renngefüge wieder ändern würde. Und dann plötzlich andere Leute wieder schneller sind, die davor wieder langsamer waren. Ich wäre wahrscheinlich einer der Lachenden eher dadurch, weil alle nochmal auf Trockenreifen gehen müssten. Dadurch das Feld nochmal eventuell ein kleines Stück näher zusammenrückt durch bessere, schlechtere Boxenstops auf beiden Seiten. Oder in beide Richtungen sozusagen. Und dann hätte man, das heißt hätte man, hätte ich vielleicht noch eine Chance, Verwarnung abkürzen, könnte ich mir mal schlecken. Hätte ich vielleicht noch eine Chance, nochmal an jemanden ranzukommen. Vorausgesetzt, ich komme mit den Trockenreifen hier dann gut zurecht, so plötzlich. Absolute Bestzeit hier. Und dann nehme ich dann natürlich den Körper mit oder die Wand mit. Musste ja sein. Die Reifen, die zeigen nochmal ihr Potenzial jetzt hier. Die Sache ist ja auch, der Regen hört in 5 Minuten auf. Das dürfte in Runde 21, 22 dann auch der Fall sein. Und dann ist die Frage natürlich, wie schnell trocknet die Strecke? Trocknet sie innerhalb von 5 Runden, innerhalb von 7 Runden, innerhalb von 8 Runden. Weil eine Runde vor Schluss werde ich definitiv nicht auf Trockenreifen gehen, das ist klar. Boah, Bestzeit hingelegt. Kurz mal 2 Sekunden abgenommen auf den Hamilton, oder anderthalb waren es, glaube ich. Also wenn ich sogar dem Hamilton da vorne noch anderthalb Sekunden abnehmen kann mit der Runde. Dann scheint das Rennen noch nicht verloren für uns. Und auch fürs Team natürlich noch nicht, dadurch, dass Martin jetzt ausgeschieden ist, disqualifiziert wurde. Wie auch immer das zustande kam, ich habe echt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass ich gedreht wurde und dass ich dann halt, ja, dass Martin die Strafe dafür gekriegt hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so in Ordnung ist, dass er die da bekommen hat. Aber müssen wir leider mit leben. Bringt da jetzt nichts. Die FIA hat gesagt, ist nicht, anzweifeln gibt's nicht. Dadurch müssen wir jetzt leider damit leben. Und es hört tatsächlich auf zu regnen. Es wird weniger. Hier hinten ist es noch ein bisschen extremer, aber man merkt es schon, dass es weniger wird. Vorhin dachte ich noch, der Regen wird stärker, dann wird er doch leichter.
merkt schon, mit auf trockenerer Strecke komme ich dann schon auch etwas besser zurecht. Jetzt noch, oh, jetzt gehen die Reifen wieder, oder? Ich habe mich gerade hart verbremst, aber eins von beiden scheint schon wieder einzutreten. Die Reifen sehen noch gut aus. Ich habe ja hier rechts extra eingeblendet, den Status der Reifen. Scheiße. Warnung abkürzen, das tut mir leid. Sektor 3 ist noch der nasseste Sektor, so wie das sich hier bisher niederspiegelt. Wir kommen auf Perez, also den könnte ich noch holen. Und dann kommt da eine ganze Gruppe, so wie es aussieht. Oh, Strafe, scheiße, ja, wegen Abkürzen, klar. Jawohl. Das dürfte jetzt gerade unsere Punkte gekostet haben. Das war dumm. Habe ich aber auch gerade echt, ja, die Linie hart überfahren, also wirklich hart. Fünf, wenn ich bitten darf. Okay. Streckentemperatur steigt an. Strafe? The fuck? Okay, jetzt wird's hart. Okay, hart. Ja, das Rennen ist gelaufen, Freunde. Das Rennen ist definitiv gelaufen. Da brauchen wir uns gar nicht mehr drüber unterhalten. Schade eigentlich. Gut aufgeholt, aber... Boah, boah. Ja, zwei Durchfahrtsstrafen. Dann noch der Boxenstopp, weil es jetzt aufgehört hat zu regnen. Es hat tatsächlich aufgehört zu regnen. Die Strecke wird trocken. Oder wird jetzt trocken werden, sagen wir es mal so rum. Und wir müssen jetzt leider die Durchfahrtsstrafen antreten. Zwei an der Zahl. Das ist natürlich mega ärgerlich. Aber lässt sich jetzt leider nicht verhindern. Ah, ja, ärgerlich. Das ist jetzt halt natürlich, ja. Ricciardo ist nicht weg. Schlecht. Ricciardo ist jetzt, wow, da. Ich habe noch eine weitere Strafe. Das heißt, Ricciardo wird vorbeiziehen. Die Rester wird vorbeiziehen. Und auch der 13. Gutierrez wahrscheinlich wieder. Ach Gott. Ich fahre schon wieder komplett die falsche Linie. Ah, ich muss zugeben, bei mir ist der Fokus ein bisschen verloren gegangen jetzt auch. Über die letzte Runde. Das, ja, Singapur-Desaster. Und es ist wirklich ein absolutes Desaster. Also anders kann man es einfach nicht ausdrücken. Es ist ein absolutes Desaster, dieses Rennen. Da wird es von Lotus auch keine gute Pressemitteilung geben, Freunde. Das sage ich euch. Das wird nicht schön. Da ist schon, jetzt nach dem Doppel... Oh, Junge, Junge, Junge. Entschuldigung, mir hat es das Auto abgezogen. Was soll ich tun? Entschuldigung, mir hat es das Auto weggezogen. Jetzt hör da mal auf. Junge, 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 Junge. Na ja, gut. Dritte Durchfahrtsstrafe. Ja. Das Ding. Das, ich bin gerade überlegen. Ich überlege nebenbei, wie ich das Video dann nenne. Das Singapur-Desaster. Ich glaube, ich nenne es das Singapur-Desaster. Oder das Singapur-Desaster. It's a disaster! It is indeed. Oh, jetzt... Uiuiui, jetzt dreht es mich auch noch. Um Gottes Willen, also das Rennen ist wirklich raus. Das Rennen ist durchaus als eins der schlechtesten, wenn nicht vielleicht sogar das schlechteste, dieser Saison für mich zu werten. So, Durchfahrtsstrafe Nummer 2. Oh, das ist herrlich.
Es ist herrlich. So, jetzt mal gucken. Bottas, da fährt er die Sau. Und jetzt muss ich auch noch den Sutil vorbeilassen. Na gut. Ja, kompletter Ausfall, also ein Komplettausfall. Von Team Lotus sozusagen. Also wirklich ein absoluter Komplettausfall. Da braucht man sich nicht drüber unterhalten, das ist ein absoluter Komplettausfall, dieses Rennen. Von beiden Fahrern. Ich muss sagen, die zwei Durchfahrtsstrafen okay, aber die dritte, die regt mich jetzt noch ein bisschen auf, weil es mir hier wirklich das Auto verzogen hat. Ich dann ja nicht freiwillig abgekürzt habe, sondern ja, gezwungenermaßen, weil es mir halt wirklich die Karre weggezogen hat. Uff. Okay, dann werde ich noch eine Strafe kriegen wahrscheinlich wegen Kollision. Nein. Nein. Erinnerung, Strafe, ja, okay, alles klar, das weiß ich. Aber ich kriege keine, komischerweise, für den Angriff gegen Sutil. Wobei das schon hart war, also. Ich möchte jetzt mal sagen, dieses scheiß Blitzen hier, durch die Feuerwerkskörper. Also ich möchte schon sagen, dass der Angriff schon extrem hart war gegen Sutil. Auch wenn ich nie, wenn ich nicht alle Schuld auf mich nehmen möchte. Nein, ich komme jetzt nicht. Ja, ja, ist okay. Ich komme jetzt eh noch nicht zum Boxenstopp. Ich komme jetzt wieder zur Durchfahrtsstrafe. So, jetzt habe ich das Wort. Ja, so schnell geht's, ne? Was macht denn der jetzt? Jetzt macht der... Nein! Seid ihr denn doof? Frage ich euch. Seid ihr denn doof? Warum tut ihr das? Ich wollte doch die Strafe absitzen. Und nicht in die Box. Oh. So, jetzt ist auch noch das Team in Totalausfall. Weil jetzt der Frontflügel rot geworden ist. Wahrscheinlich nur deswegen. Kriege ich jetzt noch neue Intermediates drauf gepumpt. Was halt jetzt wirklich der schlechteste... Also ganz ehrlich, das war jetzt gerade der absolute Totalausfall, weil... Ja, ist okay. Weil jetzt Intermediates nochmal drauf zu packen, war, glaube ich, das so ziemlich dümmste, was man hätte tun können. Denn hätte man jetzt einfach abgewartet, noch drei Runden oder so, hätte meine Durchfahrtsstrafe machen lassen und ich wäre dann nochmal reingekommen, okay. Zu viel die Curbs mitgenommen. Ja, und hätte dann den Boxenstopp gemacht, um auf Trockenreifen zu gehen. Was ich noch brauchen werde in diesem Rennen. Da bin ich mir einfach zu mittlerweile 95% sicher, dass ich die in diesem Rennen noch brauchen werde, weil die Bremspunkte schlechter werden für Intermediates. Ja, da glaube ich einfach, das hätte man jetzt besser lösen können. Das ist jetzt natürlich, ja, sehr ärgerlich. Das wird mich jetzt halt auch noch die Plätze 16, 17, 18 kosten wahrscheinlich, das Ganze. Ach je. Also die Bremspunkte sind komplett für den Arsch jetzt. Oh, ja, jetzt kürze ich nochmal ab. Ja, Boxenstrategie. Ich habe, glaube ich, 8-mal die Box besucht, dieses Rennen. Gefühl zumindest. So, jetzt Strafe, bitte, bitte, bitte. Setz die Strafe ab. Setz die Strafe ab. Braver Typ, braver Typ. Jetzt kriegt mich der Chilton auch noch. Das ärgert mich jetzt gerade. Nein, das ist nicht mal Chilton. Da werde ich überrundet. Auch gut, da werde ich überrundet. Ist jetzt bei dem Rennverlauf natürlich... zu erwarten gewesen irgendwann, wenn ich es nicht schon längst bin eigentlich. Aber das Problem, das ich jetzt habe, ist, ich habe Intermediates und ich glaube, dass wir bald auf Trocken wechseln müssen. Das heißt bald, sehr bald. Es sind zwar neue Reifen drauf, könnte jetzt theoretisch nochmal Druck machen, aber
Das bringt jetzt auch nichts mehr. Wernie ist 30 Sekunden weg. Okay, 22, nicht ganz 30, aber es sind 22 Sekunden. Da jetzt nochmal zu pushen, da müsste ich jetzt ihm schon wirklich 4 Sekunden pro Runde abnehmen, dass ich da noch realistische Chancen habe, an ihm vorbeizuziehen. Was, denke ich, nicht passieren wird. Also vielleicht 2 Sekunden pro Runde, auch mal 3 Sekunden pro Runde, aber... Aber ich glaube wirklich nicht, dass wir hier noch einen Platz nach vorne rutschen. Rutschen im wörtlichsten. Oh gut, wir haben jetzt hier schon 2 Sekunden abgenommen. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance auf Platz 15. Ich meine, das klingt jetzt natürlich sehr bitter. Ja, für die Ansprüche, die man eigentlich hatte. In diesem Rennen aber... Man muss es leider so nehmen, wie es kommt. Punkte sind nicht mehr drin in diesem Rennen. Damit muss ich mich dann doch abfinden, aber... Vielleicht wenigstens noch den Wernier nochmal am Ende holen. Das wäre eine ganz gute Sache. 18 Sekunden. Was? Das ist ein bisschen... Also ich bin gerade geschockt darüber, wie viel Zeit ich dem abnehme. Also ganz offensichtlich abnehme. Habe ich dir jetzt in einer Runde gerade wirklich die 4 Sekunden weggenommen. In dem Chilton hinten packe ich sogar noch 6 Sekunden oben drauf. Also... Das ist schon krass. Jetzt gucken wir, was die Zeitmessung jetzt bringt. 17, okay, da haben wir jetzt nur eine Sekunde gekriegt. Aber selbst eine Sekunde nur im ersten Sektor, bei einer Fahrzeit von 30 Sekunden grob, ist schon wirklich extrem, also... Da nehmen sie eine Sekunde... Ah, was war denn das jetzt? Okay, da schiebt mich der Körper einfach mal nach außen. Traum, Traum. Ein wahres Träumchen, möchte ich sagen. Nee, aber... Ich meine, ich fahre das durch bis zum bitteren Ende, ja. Das ist, eins, was klar ist. Ich fahre das Rennen jetzt hier bis zum bitteren Ende durch. Sekunden wieder 2 abnehmen können. Ich werde vielleicht tatsächlich noch an ihm schnell. Och, leck mich doch am Arsch. Okay, Freunde, wisst ihr was? Ach, Mann, ey. Das ist doch traurig. Das ist doch so traurig. So, komm, gib mir noch eine. Gib mir noch eine. Ich werde die Strafen jetzt nicht absitzen. Ich werde mich jetzt disqualifizieren lassen, weil ich jetzt... ja. Gut. Yay. Mehrere Zwischenfälle verschuldet. Ja. Letzter Zwischenfall. Was? Letzter Zwischenfall? Durchfahrtsstrafe ignoriert. Ignoriert? Ja, der Super-GAU fürs Team, ja. Ich möchte jetzt, ja gut, ganz ehrlich, das war der Super-GAU, ja, der Teamchef hat es ja gerade so schön gesagt, das war der absolute Super-GAU und damit sitzen wir dann auch tief in der Patsche, da gibt es nur negative Schlagzeilen jetzt über Lotus, ja, wir stoßen die Kamera weg, ne. Ganz klare Sache, wir sind stinksauer, ja. Die Monteure wollen schon gar nicht mehr mit uns reden. Verständlich. Irgendwo. Ja, und damit ist dann auch Singapur abgeschlossen. Das Desaster steht. Das Desaster ist da. Das Desaster ist aufgetaucht. Oh, okay. Wir kehren in die Lobby zurück, da nicht genug Spieler vorhanden sind. Alles klar, machen wir. Freunde, ich danke vielmals fürs Zusehen, falls sich jemand da durchgerangelt hat jetzt mit uns. Und als nächstes fahren wir dann in Korea. Hoffentlich besser als Singapur. Es kann eigentlich nur besser werden als Singapur. Deswegen bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Qualifying bzw. Rennen, wenn es dann wieder um die PS-stärksten Autos der Welt geht.
Was völliger Unsinn ist, weil sie es nicht sind. Aber sie fahren sehr schnell. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüssen.